Natürlich ist es heute kein einfacher Tag für die CSU. Wir haben kein gutes Ergebnis erzielt. Wir haben zum Teil ein schmerzhaftes Ergebnis erzielt, auch wenn wir den Wahlabend noch abwarten müssen. Und wir nehmen das Ergebnis auch an, auch mit Demut. Und wir werden aus dem Ergebnis auch Lehren ziehen müssen. Wir müssen es genau analysieren. Aber eines steht auch fest, gegen mancher Prognosen, gegen mancher Diskussionen, mancher Kommentare, die CSU ist nicht nur stärkste Partei wieder geworden, sie hat auch den klaren Regierungsauftrag erhalten. Und das muss man auch an der Stelle sagen. Applaus.